Energieregion Bayreuth ist eine von 21 Modellregionen des Bundeslandwirtschaftsministeriums zum Ausbau der Windenergie. Ich werde auch wieder deutlich, eine Modellregion des Bundeslandwirtschaftsministeriums, und es geht hier nur um Bioenergie. Was wir 21 Regionen uns wünschen würden, ist eine politische Vorgabe, dass es nicht nur eine Bioenergieregion ist, sondern dass das Regionen der erneuerbaren Energien werden. Da ist man wieder auf der politischen Ebene, dass es dann ministerielle Zuständigkeiten gibt. Landwirtschaftsministerium ist nur für Bioenergie, dann die anderen erneuerbaren Energien sind Umweltministerium und Wirtschaftsministerium vertreten. Also das ist schon ein kleines Manko an diesem Programm, aber es hat auch sehr, sehr gute, viele Vorteile und schöne Erfolge gezeitigt in den letzten Jahren. Diese Modellregionen sind seit 2009 an dem Start. Ursprünglich waren es 25, wir sind jetzt noch 21 verblieben, drei haben den Sprung in die zweite Förderphase nicht geschafft. In Bayern gibt es 4 Bioenergie-Modellregionen. Das ist neben Bayreuth die Region Straubing-Bogen, die Gemeinde Achental und das Oberland. Unsere Ziele und Projekte, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, sind die Bioenergie umweltverträglich ausbauen. Also das ist so ein kleiner Filter, den wir jetzt noch mit eingebaut haben. Es geht nicht um den Ausbau der Bioenergie um jeden Preis, sondern wir in Bayreuth sagen, es muss umweltverträglich sein. Das sind jetzt die konkreten Maßnahmen, mit denen wir da herangehen. Und das Besondere jetzt, also die Überschrift in Bayreuth lautet, eine Kombination von ganz konkreten Initiativen zum umweltverträglichen Ausbau der Bioenergie. Das sind diese 7 Projekte, die Sie hier kreisförmig angeordnet sehen. Und in der Mitte, quasi als kreativer Motor, ein Energiekunstprojekt Energy in Art. Wir wollen zur Steigerung der Effizienz der Bioenergieanlagen beitragen. Zum einen, indem wir Machbarkeitsstudien für Wärmenutzung unterstützen, zum anderen, indem wir bestehende Anlagen, die jetzt keine Möglichkeit haben, das ist ja echt ein Problem, die alten Anlagen haben viel Wärme übrig, aber nicht immer die Abnehmer in der Nähe. Da kann man mit bestimmten Nachverstromungstechniken noch einen Teil dieser Energie wieder retten. Da kooperieren wir mit der Universität Bayreuth, die gerade so einen Forschungsreaktor, eine Forschungsanlage, ORC-Anlage baut, die für kleinere Biogasanlagen auch geeignet ist. Das umweltverträgliche Miteinander von Landwirtschaft, Bioenergie und Naturschutz, wie kann man das in einer kleineren Region voranbringen? Unser Ansatz lautet da, wir haben ein Modellgemeinden oder in 7 Modellgemeinden ein Ingenieurbüro beauftragt, das dort vor Ort auf gemeindlicher Ebene die Bioenergiepotenziale analysiert und auch die naturschutzrelevanten Gegebenheiten im Karten darstellt, sodass man den Bürgermeistern, den Gemeinderat, aber auch anderen örtlichen Akteuren eine Entscheidungsbasis zur Hand gibt, wo denn überhaupt noch Potenziale vorliegen, wo Anlagen auf keinen Fall hingebaut werden können, weil es dort eben naturschutzrechtliche Bedenken gibt. Und auf dieser Basis, dieser fundierten Datenbasis, haben wir runde Tische initiiert in den Gemeinden, haben mit allen Akteuren gemeinsam gesprochen und mal die Ausgangslage sachlich diskutiert. Wohl wichtig ist der Informationsaustausch, deswegen gibt es ja auch Veranstaltungen wie heutige. Und in Ergänzung zum Energieatlas Bayern gibt es für die Region Bayreuth, aber auch ausbaubar auf andere Regionen, ein kommunales Informationssystem erneuerbare Energien. Das wurde von der Bioenergieregion entwickelt und stellt gute Beispiele aus der Region den Bürgermeistern in einer internetgestützten Datenbank zur Verfügung, damit man voneinander lernt.